Hallo, liebe Camper. Wir haben demnächst ja den Caravan-Salon und damit man dann abends, wenn die Veranstaltung vorbei ist, auch ein bisschen was zum Futtern hat, haben wir uns gesagt, wir besorgen uns einen mobilen Grill. Und haben so ein bisschen rumgestöbert. Gibt ja einige sehr, sehr teure Optionen. Und dann gibt es aber auch eine relativ preiswerte, sehr kompakte Version. Und das war eigentlich für uns der ausschlaggebende Moment, weil wir sind Euroboxen-Fans. Und da ist es immer sehr praktisch im Wohnmobil, wenn man viel möglichst stapeln kann, auch Equipment und was man sonst so an Material dabei hat, was man schön stapeln kann und immer schön sicher verpackt hat, haben wir uns gedacht, wir suchen irgendwas, was in eine Eurobox passt. Und da sind wir ein bisschen länger stöbern gegangen und sind im Baumarkt fündig geworden. Namen sage ich nicht, sonst hat wieder Schleichwerbung. Wer weiß ja, gibt es vielleicht sonst Leute, die verärgert sind. Aber wir sind darauf gekommen, auf die Firma Campinggas. Dieser Grill hat 4,4 kW Leistung und ist im Niederdruckbereich 30 bis 50 Millibar im Einsatz. Das heißt, es müsste auch mit einer Wohnmobilsteckdose gehen. Das werden wir aber gleich mal ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Da sind wir nämlich auch noch nicht so sicher. Ansonsten gibt es aber auch eine Gasflasche mit Druckminderung Option, die man dann auch hätte. So, jetzt wird manche sagen, Steckdose für Gas. Hä? Doch, gibt es wirklich. Steht doch drauf. So, wenn man den Deckel aufmacht, hat man hier einmal die Gasverriegelung, Gashahn. Und dann hat man hier, wenn man diese Kappe wegdrückt, einen Verschluss, den man öffnet, indem man einfach hier diese Kappe nach hinten drückt. Dann kommt hier ein Dorn raus. Diesen Dorn sollte man nicht verlieren. Den muss man wieder reinstecken, wenn die Steckdose nicht genutzt wird. Das ist eine Dichtung irgendwie. So, und da kommt dann ein passender Schlauch rein. Hole ich gerade mal. Das ist dieses Gerät hier, das ist das Gegenstück. Und dieses Gegenstück kommt dann einfach schnack in die Halterung rein. Ganz einfache Sache und zack, so wieder raus. So, jetzt müssen wir einfach nochmal hier die Bündelung auseinandernehmen. So, diese Fähnchen ist euch wahrscheinlich ein Begriff. Daran kann man ablesen, wie lange dieser Schlauch noch nutzbar ist. 2025. Das sollte man darauf achten, dass man diese Teile irgendwann passend austauscht, wenn die abgelaufen sind. 30 Millibar Belastung, das ist auch üblich bei Wohnmobilen. Also Steckerlein, fertig. Natürlich noch nicht aufdrehen, weil wir müssen ja dann erstmal unsere neue Errungenschaft anschließen. Ich lasse das jetzt mal so baumeln hier. So. Dann nicht. So, und jetzt machen wir Unboxing, wie das so schön neudeutsch heißt. Also, das Viech kann 4,4 kW, kann zwei verschiedene Flaschenanschlüsse nehmen. Einmal für 9,3 Stunden Nutzbarkeit und 5,3 Stunden. Es gibt einen genormten Anschluss dafür. Das ist eine RS907 Flasche oder R904 Flasche. Wir haben die 7er gewählt. Optional. Das ist dieses Gerät hier, die macht 9 Stunden 30. Ist eine einfache Sache. Man muss einfach nur hier oben die Versiegelung aufmachen. So. Und dann dreht man die Verschraubung los. Und dann hat man hier den Anschluss. Und auf diesen Anschluss kommt dieser Druckminderer drauf. So, und das macht man folgendermaßen. Hier ist eine Schutzkappe. Schutzkappe raus. Und dann dreht man den Druckminderer da drauf. Dran denken, Gasgewinde genau umgekehrt wie eine normale Schraube reindrehen. Das heißt, so rum. So, jetzt kommt wieder Vorführeffekt, Feingewinde. Man also muss das Gewinde rum erwischen. Dort hier Winde erwischen. Warum das jetzt rechts rum geht, frag mich so, nicht. Ernsthaft? Ja. Doch rechts rum, ne? Warum rechts rum? Normal ist es doch Gewinde bei Gas links rum. Hier ist rechts rum. Mhm. Wahrscheinlich sind die Leute das eher gewöhnt. Ja, ist einfacher, ne? Mhm. Jo. So, also, das ist die Option. Also entweder mit so einem Schlauch oder mit Steckdose. Wir probieren erstmal die Steckdose, denke ich mal.
So, auspacken angesagt. Also wie gesagt, R94 Flasche, R97 Flasche, R07 Flasche. R07 ist 9 Stunden 30 und die R904 hat 5 Stunden 30. Also da kann man wohl ein paar zig Stunden mitarbeiten. So, bei diesem Teil hat man mehrere Optionen. So, jetzt packen wir erstmal aus. Und so. Betriebsanleitung braucht man natürlich. Hier habe ich noch einen kurzen Schlauch, der ist original dabei. Der war mir zu kurz zur Gasflasche hin. Habe ich lieber einen längeren genommen. Ich habe lieber so Gasflaschen ein bisschen weiter entfernt, als so direkt nah am Grill oder unterm Grill. So, können wir erstmal wegtun. So, schöne kompakte Geschichte. Und das war jetzt die Überlegung, warum Eurobox? Weil, das ganze Werkzeug mal hier raus, man kann das Gerät hier reinpacken. Bitte. So, jetzt denkt er, wieso, der Griff ist doch noch im Weg. Ja, den Griff, da haben wir uns natürlich was für ausgedacht, den werden wir einfach dann losschrauben. So, aber wenn man hier sieht, das Ding geht schmatzend da rein. So, wir werden eine kleine Modifikation vornehmen. Warum? Wir müssen in eine Box ein kleines Loch reinmachen. Und zwar Gasanschluss. Der Gasanschluss passt so nicht rein. Der muss aus der Box raus. Da werde ich hier ein kleines Loch reinsägen. Und dann passt dieser Grill komplett formschlüssig hier rein. Mit dem Drehregler muss man ein bisschen aufpassen. Aber dann passt das Ding rein. Und das ist nämlich genau unser Gesichtspunkt gewesen, dass man dieses Teil hier reinpackt. Den Griff mache ich ab. Wenn ich den verlade, ist eine einfache Geschichte. So, Moment, da ist was weggeflogen. Da ist was weggeflogen. Der hier. Und zwar hat dieser Griff, so hier, einfach nur zwei Schrauben. Die mache ich da los, lege daneben und dann kann ich diese ganze Apparatur in die Eurobox packen. Und das hatte ich vor. So, jetzt das ganze Zellophan raus und weg. Willst du diesmal keinen Koffer bauen? Ach, Koffer. Schaumstoff? So eine Eurobox. Ach nee, Schaumstoff noch. Wird doch eh durch Fett schmuddelig und schmierig. Das wollen wir nicht uns antun. Und wenn auch zu heiß wird, wird es wegschmelzen. Und so. Also. Auspacken. Folie dazwischen weg. So. Einmal. Das raus, da ist die Folie schon weg. So, das können wir erstmal an der Seite. So, jetzt gibt es da ein paar Sachen zu sagen. Diese Teile hier, das kann man alles in die Spülmaschine schmeißen. Komplett, wenn es dreckig gewesen ist und dann ist das spülmaschinenfähig. Fand ich auch ein ganz witziges Feature. So, und ansonsten hat man ganz normal Dosierungsflamme, Zünder und das war's. Was darauf zu achten ist, man darf dieses Gerät nicht im geschlossenen Raum verwenden. Weil dann müsste man noch einen Zündschutz haben, dass das Ding nicht versehentlich gezündet werden kann. Das hat man hier nicht, sondern das ist ausschließlich für Benutzung im Freien gedacht. Darauf achten, nicht im Auto. So, das hätten wir jetzt erstmal schon mal geklärt. Jetzt machen wir doch mal die Version mit dem Steckdosenanschluss vom Wohnmobil, weil das wäre natürlich praktisch, wenn man noch nicht mal da irgendwie eine Flasche brauchen würde. So, 17er Schlüssel sollte man dabei haben. Praktische Sache, wenn man das alles griffbereit hat. Hier ist hier nämlich Linksgewinde, siehst du? Da ist Linksgewinde und an der Flasche ist Rechtsgewinde. Warum das so ist, verstehe ich nicht.
eigentlich, wenn man jetzt sich daran gewöhnt hat, Gas ist links rum, ist links rum. Und da ist wieder rechts rum. Versteht kein Mensch, aber ist egal. So, Hand warm anziehen reicht. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Gas kommt natürlich noch nicht, wenn man nicht die Steckdose aufgedreht hat, ne? Ist klar, ne? So, Steckdose ist an. So, jetzt mal gucken, was passiert. Wie gesagt, wie Sie hören, hören Sie nichts? Ich weiß nicht, wie ich mir das ein. Ich habe es im Zischen gehört. Ah, wollte schon da sagen, war doch ja. Was. Also gehört habe ich Puff was. Hat er gemacht. Mhm. Brennt der schon? Oh ja, wird heiß. Läuft. Super, geht. So soll es sein. Alles klar. Also, der Test mit der Steckdose funktioniert. Mal gucken. Buff. Ja. Jo. Läuft, wenn beide heiß. Ja. Funktioniert. Sehr schön. Also, es funktioniert tatsächlich auch mit dieser Wohnmobil-Steckdose, also 30 Millibar. Wenn wir nicht die Steckdose haben, würden wir, wie gesagt, die Gasflasche nehmen und der Druckminderer auf der Gasflasche kann 30 bis 50 Millibar. Dann hast du noch mehr Dampf auf der Orgel. Ja, steht jetzt irgendwie ein Versuch an, ob das jetzt vom Druck heiß genug wird. Das kann ich noch nicht sagen. Wie gesagt, ist ein erster Versuch, aber ist schon zünftig warm hier. Haben wir ein Temperaturmessgerät? Ja, haben wir. Muss ich gerade mal so irgendwie holen. Haben wir. Wir haben ja fast alles. Fast. Das Schlimme ist ja, bei so einem Camper, der findet immer was Neues. Und irgendwann ist die Karre sowas voll, dass man auf die Waage fährt und schlechtes Gewissen hat. Das alte Problem. Da sagt er, so. Ah, muss ich kurz suchen, jetzt, hat's direkt. Jetzt gucken wir mal, was der denn sagt. Musst du mal gleich in die Kamera halten. Oh, ich komme nie, warte mal. Ah. Jetzt muss ich mal hier weg. Warte, ich muss noch einmal. Kann es sein, dass die Batterie leer ist? Das wäre möglich, ja. E-R-O-H, würde ich sagen. Heißt für Error oder so. Oder Low. Warte mal, aber vielleicht steht auch Low, nicht Error. Nee, Error. Ich würde auch sagen Error. Nicht gut. Das ist der Vorführeffekt. Machen wir mal. Fahrenheit Celsius. Ha? Geht jetzt so? Ich tuppe mal, dass die Batterie alle ist. Können wir gerade tauschen. Das ist auch warum? Weil 220 Grad ist maximaler Messbereich. Dann ist Feierabend. Ja. Dann ist Feierabend. Wir sind bei 199 eben gewesen. Wollen wir nochmal weghalten, nochmal, dass er sich beruhigt. Einmal die Hand, genau. Na, das war nicht zu viel. Hat ihn jetzt geschockt, die Temperatur. Ja, yeah. So. Warum macht der denn jetzt nichts? Ja? Boah, das reflektiert stark. Über 200 eben. Also, das passt, funktioniert. Wir waren einfach außerhalb des Messbereichs. Da hat das gesagt, ich nicht mehr. Also, läuft. Kann man machen. Und wird hundsheiß. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sollte für mächtig die 1 Grad Bratwurst reichen. So, und dann ne, mit dem Deckel natürlich einen Vorteil. Ne, ich kann schon ein bisschen vorwärmen. Ne? Obwohl, ich würde es nicht machen, weil dann hast du irgendwann alles Lack kaputt, ne? Sollte man nicht machen. Ja, wie gesagt, jetzt Fleisch drauf und es kann losgehen. Ganz einfach aufzubauen, wie ihr gesehen habt. Steckdose rein, Schlauch hinten dran, zünden, läuft. Ganz einfach. Und mit der Gasflasche ist das genau das Gleiche. Genau die gleiche Übung. Der einzige Unterschied ist, der Schlauch muss dran. Dann hast du hier einen Druckminderer, regelst über den Druckminderer den Druck und das war's. Und der Druckminderer geht auch erst auf, wenn der Gegendruck hat, ne? Das ist der Vorteil dabei, ne? Also hier, wenn man hier horcht, das pfeift nicht, ne? Doch, jetzt pfeift es. Also es pfeift durch. Ha. Ne? Jo, pfeift. Also, wie gesagt, die beiden Optionen gibt es. Wir werden uns natürlich für die Steckdose entscheiden, weil easier.
Aber wenn man dann mal irgendwo mal im Freien rumläuft, nicht in der Nähe des Wohnmobils, ist es schon ganz praktisch, wenn man die Flasche hat. Und wie gesagt, nie vergessen, der Deckel da drauf. Da ist eine Dichtung nochmal, damit die Flasche auch dicht ist, wenn man sie wegpackt. Da ist zwar so ein Bajonettverschluss drin, der die Flasche abdichtet, aber doppelte Sicherheit ist immer besser. So, die beiden Optionen gibt es. Und dann, wie gesagt, ist alles spielfähig. Und wenn man das Ventil wegpackt, die Schutzkappe nicht vergessen. Ne? Besser ist das, wenn man die drauf hat. Und vergesst nicht, 17er Schlüssel braucht man dafür. Das ist alles, was man braucht. Und wie gesagt, wenn ein Kochtopf drauf kommt, dann kommt dieser Diffuser da drauf. Und dann kann man einen Topf drauf packen. Die braucht man aber, wie gesagt, nur, wenn man einzelne Töpfe drauf hat. Und diese ganze Chose kannst du in die Spülmaschine packen. Easy going, würde ich sagen. So, das ist unsere neue Errungenschaft. Wir werden es mal ausprobieren, Fleisch draufhauen und gucken, wie es wird, oder? Ja, das ist ein Plan. Machen wir einfach, ne? Ja. Würde ich so sehen. Go, würde ich sagen. Ja, alles klar. Wie gesagt, ich werde jetzt demnächst noch mal ein Loch in die Kiste kauen, damit man sieht, dass das da wirklich reinpasst mit dem Griff. Wie gesagt, das sind nur zwei Schrauben. Ne? Wenn man die abnimmt und da hinten das Loch reinkaut für den Gasanschluss, dann packt dieser Grill in eine Eurobox. Und das war für uns ein Kriterium, was höchst attraktiv für uns ist. Es gibt keinen kompakteren Grill irgendwie, der so genau vom Maß reinpasst. Haben wir echt gesucht. Gibt es vielleicht schon, aber haben wir noch nicht gefunden. Ja, war nicht gefunden dann. Im Endeffekt möchten wir nur anmerken, wir kriegen kein Geld. Nee, das ist jetzt so Eigeninitiative, von Camper zu Camper Tipp weitergeben. Also für dieses Produkt kriegen wir jetzt kein Geld, haben wir auch nicht ausgehandelt oder auch nicht angefragt. Nee. Sondern dachten, das ist einfach mal ein netter Content für manche, die unter auf der Suche sind nach sowas irgendwie. Und das Teil kostet unter 160 Euro. Ne? Das sieht schon aber attraktiv. Sehr hochwertig aus, muss ich das sagen. Das sieht wirklich hochwertig aus und ist auch robust, das Teil. Und wie gesagt, Gasflasche musst du extra rechnen und Schlauch, ja, gut, klar, mit Ventilen, klar. Okay. Aber 200 Euro bist du dabei. Ne? Also ich meine, wir haben ja auch einen Weber. Da, wenn Weber kaufst, kriegst du die Gasflasche auch nicht gratis dazu. Aber dieser riesige Weber-Grill, das ist so ein Okolyt. Das ist noch größer. Und fahr den mal im Wohnmobil durch die Gegend. Der geht ja bis zur Bus fast. Wir müssen ja alle auf Gewicht achten, gerade die Leute, die unter 3,5 Tonnen bleiben müssen. Ja. Und dann ist das ein Problem. Ne? Es gibt jetzt aber, habe ich neuerdings gesehen, einen zusammenklappbaren. Oh. Na? Oh. Druckabfall? Druckabfall, würde ich mal so sehen, ja. Ich wollte schon gerade sagen, der Grill sieht irgendwie auch sehr böse aus, so wie die Brenner sich teilweise anhören. Ja, ich habe jetzt ein bisschen auf Gas gestellt, Vollgas gestellt. Ne? Dann machen wir die eine Flamme an. Vielleicht ist die Gasflasche vielleicht leer? Das kann so gut sein. So, jetzt ich mache noch mal einmal hier in das Gitter noch mal runter und baue das noch mal rein. Jetzt ist es ja, meine Asbestpfoten können das ab. Aua. So, jetzt gibt es noch eine Kochfunktion. Dafür braucht man diese Teile. Diese Teile sind dafür gedacht, dass wenn Seitenwind kommt, dass der so einen Diffuser-Effekt hat. Der Wind drückt dann also nicht rein und löscht die Flamme. Das wäre ja nur fatal. Dann braucht man diese Aufsatzteile. Das heißt, man nimmt diese ganze Grilleinheit hier mit dem Unterbau raus. Ich stelle das mal einfach mal hier drauf. So, und dann mit diesen Bügeln hier so rum rein. Hier sind Verriegelungen. Zack. Und jetzt kann ich den Kochtopf draufstellen. Da habe ich 2,2 kW Kochplatte für den Kochtopf. Das kann ich natürlich simultan natürlich auch da machen. Also ich habe Optionen in Grill, Kochtopf, beides Grill, je nachdem, was ich brauche. Wie gesagt, das ist nur ein Diffuser, den man nur einsetzt, wenn man den Kochtopf braucht. Ansonsten das Teil wieder raus. Den Rahmen rein und das war's und schon habe ich einen Grill. So, und diese Teile kann man in die Spülmaschine packen, steht in der Betriebsanleitung drin. Ist natürlich easy, ne? Dann wird das schön sauber und die nächste Gelegenheit oder irgendwie Campingspüle, heißes Wasser und dann sauber machen. Ist emailliert, nicht lackiert, emailliert. Klar, Emaille hält sonst so die Hitze aus, Lack natürlich nicht, geht ja nicht anders. So, und dann hat man eben zwei komplette Kochplatten oder Grillplatten. Und das reicht für drei Leute, vier Leute, reicht das ja.
Und von der Energie her bin ich natürlich gegenüber dem Induktionskochfeld hier im Vorteil, weil ich hier 4,4 kW habe. Im Induktionskochfeld bin ich bei 3,5 und da brauche ich einen heftigen Wechselrichter, heftige Batterien, Solar und wie auch immer. Das ist jetzt die Economy-Version, die Schnellaufbau-Version, irgendwo vom Messe, abends kurz mal nach der Messe noch ein bisschen grillen und irgendwie zack, zack, Stecker rein, fertig, auf geht's, spielt. Und dann abkühlen lassen und dann in die Eurobox rein. Da muss ich, wie gesagt, noch ein Loch reinkauen. Das habe ich jetzt noch schneller nicht gemacht, aber das liefern wir nach, oder? Oder ich hole gerade mal einen Dremel. Ja, mach mal. Aber wie gesagt, dann geht das Teil in die Eurobox. Dann muss man, wie gesagt, nur die Beinchen, zwei Schrauben, Griff ab, Loch hier hinten in die Kiste und dann passt der ganze Grill da rein. Dann am besten irgendwie so ein Handtuch darüber und dann die Schläuche mit rein und Grillbesteck mit rein, dann hat man alles in einer Box. Zack und rein ins Auto. Das war's. Und das war unser Kriterium. Wir wollen das irgendwie in Eurobox haben. Und die Leute, die Schubladensysteme haben, ja, wunderbar, wie bei der Feuerwehr. Schubladen ziehen, Equipment drin. Easy going. So, ich denke mal, das reicht jetzt. Jetzt wird erstmal gefuttert, oder? Genau, so machen wir das. Jo, dann melden wir uns über nähere Erfahrungen, wenn wir wieder noch was Neues darüber an Info gesammelt haben. Ich denke mal, vielleicht auf dem Caravansalon, wenn wir da abends grillen, oder? Wiederhol das nochmal. Was denn? Mit der Abmoderation, dass wir da nochmal was darüber berichten, da hast du dich versprochen. Ja, okay. Also wir werden das jetzt mal demnächst mal live und in Farbe ausprobieren. Oder wir hauen jetzt noch ein paar Stück Fleisch auf den Grill. Was meinst du? Können wir machen. Ja, schon. Ja, probieren wir das mal. Und wenn wir die Eurobox fertig gemacht haben, dann sind wir jetzt als nächstes auf dem Caravansalon und da werden wir bestimmt abends grillen, wenn das Wetter gut ist. Und dann gucken wir mal, wie sich das so in der harten Realität unterwegs bewährt, das ganze System. Dann sagen wir euch nochmal Näheres, wie die Erfahrungen waren. Mit Eurobox komplett verpackt. Okay, dann würde ich sagen, grillen wir was, ne? Jo. So, super. Fleisch her. Ja. Das würde ich sagen, das soll es von hier aus gewesen sein. Macht es gut. Genießt, wie gesagt, die schöne Campingzeit. Und wer auf dem Caravansalon ist, in zwei Wochen. Wer auf dem Caravansalon ist, 2023, der wird uns da live sehen, wenn wir wieder für euch Content sammeln. Ja, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.